Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Idle Champions of the Forgotten Realms. Wir sind mitten im Winter, im Midwinter-Event. Wer konnte damit rechnen? Passenderweise auch einfach in der vielleicht kältesten Woche des Jahres. Wer weiß das schon? Ja, und es gibt einen neuen Champion, nämlich Karlach, die auch aus Baldur's Gate 3 stammt und jetzt auch ihren Weg in Idle Champions gefunden hat. Und ich kann so viel schon mal vorwegnehmen, ist ganz nice. Ist definitiv ganz nice. Ich mache gerade noch die Variants fertig. Das hier ist gerade ein bisschen slow, das ist das zweite Variant, weil Gegner mehr oder minder erst Schaden nehmen, sobald Karlach von einer Fähigkeit 20 Stacks hat. Das dauert einen kleinen Augenblick. Es geht einigermaßen, aber es ist immer... Ihr seht schon, die Gegner brauchen halt einfach eine Weile, bis sie sterben. Das ist so, ja, gut, dann ist das halt so. Sei es drum. Mit Brief-Stacks, dass man einfach nur von Boss-zu-Boss-Area springt, ist das auf jeden Fall deutlich angenehmer. Wenn man da nicht durch jedes Gebiet durch muss. So, und dann gehen wir auch nochmal ins dritte Variant rein. Was macht das Feines? Außer Karlach können wir nur Champions mit einer Stärke von 10 oder mehr oder und Charisma 13 oder mehr. Also letztendlich Champions, die bei Zeriel verfügbar sind, nutzen. So, jetzt ist die große Frage, ist Brif bei Zeriel verfügbar? Ich glaube nicht. Nicht genug. Doch, ist er. Perfekt. Ein Traum. Ja, na dann. Nehmen wir den ganz kurz nochmal raus, damit wir auch wirklich das Maximum an Zeit sparen und nicht immer noch irgendwie eine Area unnötigerweise mitmachen. Kleine Speed Potion noch mit rein und dann gucken wir uns Karlach gleich einfach mal an, sobald Brif wieder drin ist und das Spiel aufhört zu laggen. Ah, okay, da hat einfach Thalora gerade nochmal gezündet. Kleinen Sprung gemacht. So, dann ihn wieder mit rein und dann springen wir jetzt schön zu 35, zu 40 und so weiter und so weiter. Und dann sollte das hier auch ruckzuck durch sein. So, bevor wir jetzt konkret in die Werte von Karlach reingucken, sie hat prinzipiell, wie so häufig in letzter Zeit, eine Main-Fähigkeit und ihre weiteren Fähigkeiten verstärken die Hauptfähigkeit. Und ich muss sagen, die Hauptfähigkeit läuft auch, also durch die weiteren Skills, die sie alle verstärken, selbst ohne Gier schon ganz gut. Also das ist schon eine interessante Sache. Da können wir spaßeshalber gleich mal auf einer Area ein bisschen idlen, damit sie entsprechend Stacks sammeln kann. Aber wir gucken erstmal rein. Als erstes ist sie als Standardfähigkeit ab Level 0 in jedem Zeriel Variant verfügbar. Auch weil sie Tiefling ist. Und das heißt, ja, sie ist wirklich in jedem Zeriel Variant verfügbar, auch wenn die Einschränkungen eigentlich was anderes sagen. Also selbst wenn die Einschränkung ist, man kann nur Male Champions verwenden, kann man sie trotzdem verwenden. Ist jetzt nichts wahnsinnig Neues, aber trotzdem ganz nice. So, ihre Hauptfähigkeit ist Fury of Avernus. Damit erhöht sie den Schaden in ihrer eigenen Reihe und auch von sich selbst und in der Reihe hinter ihr um einen bestimmten Wert. Und der ist gerade noch nicht mal ausgemaxt und noch komplett ohne Gier und schon bei E15. Das ist schon mal ganz nett. Bevor wir jetzt weitermachen, sie hat... Also sie ist auch so ein bisschen Allround, also sie ist DPS, Tanking und Support. Ich denke, ich werde sie vielleicht nicht unbedingt als DPS einsetzen, aber als Support und möglicherweise als Tanking schon gut machbar. Das Nette ist, da kommen wir auch gleich noch zu, man kann sie sowohl als Tanking als auch als Support Champion getrennt einsetzen. Also viele Tanks haben ja eine Support-Fähigkeit, die aber nur gut funktioniert, wenn sie gleichzeitig tanken, also angegriffen werden. Und das ist bei ihr gar nicht unbedingt der Fall. Das heißt, ihre Support-Fähigkeit funktioniert auch so. Das heißt, man muss sie nicht automatisch in die Tankline stellen, damit es funktioniert. Das ist halt ganz nett. Dann ist sie natürlich wie alle Baldur's Gate 3 Champions auch im Seramorphosis Club mit drin. Das heißt, auch sie hat so eine Mindflayer Tadpole im Kopf, im Hirn, was auch immer. Und bei ihr ist der Seramorphosis-Bonus aber halt so, Also sie
bringt durch Seramorphosis halt einfach ihren Tank-Bonus mit rein und verstärkt dadurch die Hitpoints oder erhöht dadurch die Hitpoints von anderen Champions. Das ist so, ja, das ist bislang, glaube ich, so die langweiligste Seramorphosis-Fähigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, beziehungsweise auch so ein bisschen die nutzloseste, also die braucht man halt nicht wirklich. Also dafür lohnt es halt nicht, viele Seramorphosis-Stacks zu haben, so, Nichtsdestotrotz ist sie natürlich mit dem einen Stack, den sie liefert, nützlich für andere Baldur's Gate 3 Champions wie zum Beispiel, was weiß ich, Asterion, der ja dann von dem einen Stack, den sie mit in die Formation bringt, schon auch profitiert. Nur für sie selbst bringt es halt nicht so wahnsinnig viel. Dann gibt es Rage als Fähigkeit und die ist tatsächlich auch nochmal richtig gut, weil da bekommt sie nämlich jedes Mal, wenn sie angreift oder wenn sie angegriffen wird, ein Rage-Stack, kann maximal 50 Stacks haben und jeder Stack erhöht ihre Hauptfähigkeit oder den Schaden oder den Bonus ihrer Hauptfähigkeit so um 25% multiplikativ. Die Stacks verliert man zumindest zu knapp 2/3 auch wieder, wenn man das Gebiet wechselt, aber die bauen sich eben auch recht schnell wieder auf, also wir können mal fix gucken. Ja, er ist jetzt schon 45, 6, 7. Also ich habe jetzt hier nicht lange geidelt. So, und zack, ist hier auf Maximum Stacks. Und das nur dadurch, dass sie halt selber angreift. Also sie wird hier ja nicht angegriffen. Und das ist eben auch die Unterscheidung, die ich meinte. Dadurch, dass es halt funktioniert, wenn sie selber angreift und wenn sie angegriffen wird, kann man sie eben wunderbar auch nur als Support einsetzen und muss sie gar nicht in der Tankline stehen haben, weil es eben nicht Voraussetzung ist, dass sie selber angegriffen wird, wie das bei so vielen anderen Tanks der Fall ist. Und da hat man sie eben sehr häufig. Der Main-Buff erhöht sich, wenn der Tank von 10 oder mehr Gegnern angegriffen wird. Und denkst du so, ja, passiert halt nicht so oft. Also passiert halt nur im äußersten Notfall, sage ich mal. Und dann ansonsten ist der Buff dann halt verpufft, mehr oder minder. Das ist dann immer schade. Hier aber, wie gesagt, nicht der Fall. Also hier finde ich das richtig gut gelöst. Dann geht's weiter mit Infernal Engine. Das besagt einfach noch, dass wenn sie 20 oder mehr Rage Stacks hat, dass sie dann einfach so ein Zehntel vom Base Ultimate Damage einfach mitmacht. Für jeden Rage-Stack, den sie hat. Also da kommt sie auch schnell drauf, dass sie halt einfach mit ihren Standardangriffen plötzlich Base-Ultimate-Damage macht. Das ist ganz nett für Variants, wenn man zum einen irgendwie knackige Armored-Boss-Gegner hat und da irgendwie nochmal, also selbst wenn sie nicht Main-DPS ist, macht sie ja dann so viel Schaden wie der Main-DPS, quasi durch die Fähigkeit. Das ist immer nochmal ganz nett, wenn man irgendwie ja gegen schwere Armored-Gegner antreten muss, dass man da einen Champion hat, der zusätzlich Schaden macht, einfach an den Armored-Hitpoints. Und es ist auch nett, wenn man in den wenigen Variants, wo das der Fall ist, keine Fire-Breath-Potion einsetzen kann. Da ist das halt auch ganz, ganz nett. Bringt einfach nochmal so ein bisschen Speed mit rein. Dafür ist das ganz decent. Dann kommt ihre Specialization. Die sind so... Also es gibt, finde ich, nur eine sinnvolle Spec. Wir gucken uns das mal an. So, und zwar hat man als erstes die Möglichkeit, wenn sie mindestens 20 Rage-Stacks hat, dann wird für jeden Rage-Stack ihre... Warte... Oh ne, warte, ich habe einfach ich hab falsch gelesen. Ich bin ein Pfosten. Never mind. War das nicht anders? Nein, ich habe mich garantiert einfach nur verlesen. Okay, es gibt zwei sinnvolle. Ich nehme alles zurück. Die linke Spec nehmt ihr, wenn sie einfach euer Main-DPS sein soll. Dann erhöht sie nämlich ihren eigenen Schaden um 50% multiplikativ stackend für jeden Rage-Stack, den sie hat. Vorausgesetzt, sie hat mindestens 20 Stacks. Die rechte Seite funktioniert ähnlich, da erhöht sie allerdings nicht ihren eigenen Schaden, sondern den Bonus von Fury of Avernus. Dafür aber um 100% für jeden Seramorphosis-Stack. Und ab dann ist es nämlich plötzlich auch wieder nützlich, mehr Seramorphosis-Stacks mit in der Formation zu haben, auch wenn es sonst halt nur mehr Hitpoints bringt. Auch das setzt wieder voraus, dass sie mindestens 20 Rage-Stacks hat. Und in der Mitte, auch das setzt voraus, dass sie 20 oder mehr Rage-Stacks hat,
erhöht sie halt nochmal ihre Hitpoints. Entschuldigung, erhöht sie nicht ihre Hitpoints, sie heilt um 10% ihrer maximalen Hitpoints. Das ist halt ganz nett, dass sie sich selber heilen kann, wenn man das unbedingt braucht. Aber prinzipiell ist es halt so, wenn ihr sie als Support einsetzt, dann nehmt die rechte Spec, wenn ihr sie als Main DPS einsetzt, nehmt die linke Spec. Jetzt könnte man ja sagen, ja, kann ja rechts, also das trifft sie ja auch selber, kann rechts nicht mehr rauskommen als links, theoretisch. Nee. Also prinzipiell, der Bonus von der rechten Spec ist 2 hoch Anzahl der Seramorphosis Stacks, die in der Formation sind. Das werden halt maximal 10 sein. Ich weiß gar nicht, kann man im Moment schon auf 10 kommen? Ja, könnte gerade so klappen. Aber ja, da ist man halt bei 2 hoch 10. Und beim Linken, das trifft natürlich nur sie selber, aber ist man dann einfach bei halt einem Wert von 1,5 hoch 50, wenn man von den maximalen Rage-Stacks ausgeht. Und die wird sie halt, wenn man wirklich pushen muss, ja auf jeden Fall erreichen. Also von daher kriegt ihr, wenn ihr sie als Main-DPS haben wollt, links definitiv mehr raus. Ich nehme jetzt mal die rechte Spec, weil wir sie ja nur als Support drin haben. Und dann war es das, glaube ich, auch im Großen und Ganzen schon. War es nicht. Eine wichtige Sache kommt nämlich noch, und die ist auch richtig nice. An Experienced Gladiator, da erhöht sie nochmal den Bonus von Fury of Avernus für jedes Zerial Variant, das man abgeschlossen hat. Um 10%, dann, also für jedes Variant gibt es einen 10% Bonus, multiplikativ stackend. Das ist schon ganz nett. Und wir gucken uns jetzt gerade mal den Wert an, den sie ohne Gear erreicht bei Fury of Avernus. Das sind einfach schon mal E21, was sie da als Support-Champion raushaut. Oder natürlich auch als Bonus für sie selbst nutzen kann. Das ist mehr als solide. Dafür, dass sie noch kein Equipment trägt und dafür, dass ich nicht wahnsinnig viele Zerial Variants gemacht habe. Also die Zerial Variants muss man natürlich mit reinrechnen. Ich habe, ja, lass mal gerade gucken, irgendwo steht das hier doch bestimmt, genau, 236 Zerial Variants habe ich schon gemacht. Okay, ist jetzt nicht so wenig. Mir fehlen aber auch noch knapp 150. Also da geht schon noch was. Also da ist schon noch einiges machbar. Von daher kann man den Bonus auch durchaus noch höher pushen. Und ich würde sagen, sie ist ja auch noch gar nicht auf Max-Level. Also da kommt vielleicht auch noch mehr, weil hier kommen ja auch immer noch Boni für Fury of Avernus mit dazu. Ich würde sagen, wir resetten mal, gehen mal in den Freeplay, wo ich sie auch easy ausmaxen kann, und dann holen wir uns mal Equipment für die gute Dame und dann gucken wir mal, wo der Wert landet. Ich finde das eine ganz gute Sache. In der Zwischenzeit nehme ich einen kleinen Schluck Kaffee zum Wohl. Den hätte ich früher trinken sollen, der ist bestenfalls lauwarm. Naja. Schade, hätte ich mal die Thermotasse genutzt. Nun gut, sei es drum. So, Kent raus, Karlach rein. Auch wenn ich eigentlich noch Puzzle-Gedöns für Chaka machen muss, für die Milestone-Quest in der Season. Das war der Begriff, den ich suchte. Aber ja. Sei es drum. Können wir jetzt auch gerade mal drauf verzichten. Und dann machen wir Kisten auf, würde ich sagen. So, und wenn es denn aufhört zu laggen, kann ich prinzipiell auch erstmal 10 Elektrum-Chests aufmachen, oder? Das müsste ja auch, wobei, habe ich in den Elektrum-Chests eine höhere Chance auf Ankommen-Items? Ich glaube ja. Ich mache doch lieber erst die Silvers auf. Ich glaube, irgendwer hatte mir und das letzte Video geschrieben, es wäre halt sinnvoller, und ich dachte zu dem Zeitpunkt auch, es wäre sinnvoller, erst die Elektrum-Chests aufzumachen, weil man dann halt die Silver Chests hinterher noch hat, um gegebenenfalls Lücken schließen zu können, wenn Lücken da sind. Aber ich glaube, Electrum Chests haben eine höhere Chance auf Ankommen-Items als die Silver Chests, und damit ist die Chance, eine Lücke zu kreieren, an sich größer. Ich bleibe einfach dabei, wie wir es bislang immer gemacht haben. Wird schon passen.
ein Rare. Das schreit nach einer Lücke. Wir haben aber zumindest alle Commons mitgenommen. Jetzt weiß ich nicht, wozu das Ding gehört. Die Soulcoin könnte halt zu so ungefähr allem gehören. Das Bild wechselt ja auch gerade gerne mal ab Rare. So, wo ist sie denn hier? Nee, Lücke reingeschossen, okay. Passiert. Dann sei es so. Aber auch halb so wild. Macht ja keinen großen Unterschied. Halt, nein. Jetzt erst die Electrum Chests. Ja, gehen wir ruhig 50, das ist fein. Dann hat sie zumindest komplett Rare Equipment. Das ist doch schön. Was ist das denn? Das ist eine Kentkiste. Ah, von der Season, ja, das macht Sinn. So, und dann 12 Karlach-Chests. Oh, okay, 2 epische Items abgegriffen. Nice, beschwere ich mich nicht. Karlach ist übrigens auch bei fast allen Patrons verfügbar. Nur bei Strahd ist sie nicht verfügbar. Dafür ist sie leider nicht intelligent genug. Da fehlen ihr einfach mal satte 4 Punkte. Aber ansonsten durchaus bei allen anderen 3 Patrons verfügbar. Das ist ganz nice. So, das heißt, ich werde jetzt keine Strahd-Kisten kaufen, sondern irgendwas anderes. Zerial-Kisten zum Beispiel. Da habe ich auch am meisten Currency. Ja, komm, was soll der Geiz? Gib einfach 40 her. Passt schon. Hat mir gar nicht gebraucht, aber okay. So, auf da, dann ist sie auf jeden Fall full epic. Sehr gut. Dann können wir gerade noch mal gucken, ob wir vielleicht mit den Goldkisten die Lücke geschlossen haben. Ja, haben wir. Ein Traum. Alles perfekt gelaufen. Sehr gut. Dann machen wir da direkt nochmal Legendaries draus. Ich werde jetzt nicht wie jede Folge sagen, dass ich gerne einen Forge All Button hätte. Kann man ja auch einfach 6-mal klicken. So. Und zu guter Letzt. So, wir behalten im Hinterkopf, sie hat die rechte Spec, sie hat noch keines, also es gibt keine weiteren Ceramorphosis Stacks bislang. Und, trotzdem sind wir nur bei E20? Das kann nicht sein. Irgendwas passt da nicht. Achso, sie muss natürlich erstmal Rage Stacks sammeln. Ja, okay. Fair Point. Müssen natürlich schon noch warten, bis sie die 50 Rage Stacks zusammen hat. Kann sagen, es kann nicht sein, dass sie jetzt weniger Schaden macht als vorher mit Gear. So. Also, dass sie mit Gear weniger Schaden macht als ohne. Das passt irgendwo nicht. Ja, und dann können wir auch gerade mal eine kleine Speed Potion reinhauen, weil ich keinen Bock habe zu warten. Mach deine 50 Stacks voll, Mudi. Hau sie mal rein. Würde schneller gehen, wenn sie angegriffen werden würde. Aber so geht's gerade auch mal. So. Und dann sind wir schon mal bei 8E25. Also eher so Tendenz eher Richtung E26. Und das mit wenig Eye-Leveln. Also ist halt ein durchschnittliches Item-Level von so 20 ungefähr. Also das ist ein bisschen höher, aber das juckt halt nicht. Die beiden relevanten Items sind halt so auf Level 18. Sage. Und das Teil noch. Jetzt frage ich mich, sind die Items Pre-Stack? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Nee, werden sie nicht sein. Die werden alle Post-Stack sein. Was schade ist. Aber es ist auch so stark genug. It's fine. Ist absolut fein. Das heißt, da haue ich dann auch erstmal keine Potion of Polish drauf. Nee, ist nicht unbedingt nötig. Ich würde spaßeshalber nochmal mehr Ceramorphosis Stacks reinpacken. Das heißt, wir schmeißen gerade mal Asterion mit rein. Auch völlig egal mit welcher Spec. Und wir schmeißen Rug mal rein, der zwar nicht so den Baldur's Gate Champions gehört, aber ein Feed hat. Dachte ich.
Ah ja. Mit dem er auch eine Tadpole haben kann, also mit dem er auch ein Ceramophosis-Deck kriegt. Warum muss der Heiz ein Icon geladen werden? Manchmal. So, wer gehört noch zu der Truppe? Ich vergesse es ständig. Ach ja, Lazel, Shadowheart und Will. Will war in Slot 12. Wenn ich den richtigen Button treffe, dann wechsle ich ihn auch gerne ein. Ja, völlig egal. Lazel ist in der 2. Ja, whatever. Und Shadowheart ist in der 5. In der 6? In der 6. Ja, whatever. So. Und da geht aber noch mehr. Weil das Tadpole-Feed hat auch Imoen. Wenn ich das richtig... Ah, er hat sie sogar schon ausgerüstet. Perfekt. Oh, und irgendwer hatte das noch. Irgendwer hatte das noch. Aber gut, wir sind jetzt bei... Asterion, Karlach, Lazel, Shadowheart und Will habe ich drin. That's fine. Boah, irgendwer hatte das noch. Und ich weiß nicht mehr, wer. Das waren drei, die so ein Feed bekommen haben. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Gerade auch nichts. Hier irgendwer. BBEG wäre fett mit einer Tadpole, aber irgendwer hatte, meine ich, noch eine. Ich habe es absolut vergessen. Ist irgendwer in Slot 1? Ah, keine Ahnung. Gut, dann leben wir jetzt halt mal mit weniger Stacks. Geht ja auch nur ums Grundlegende. Also wir haben, wo wir schon bei den Feeds sind, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Wir haben jetzt halt 7 Ceramophosis Stacks total. Soll. Hat sie nicht die rechte Spec? Wait a second. Habe ich mich verlesen? Doch, hat sie. 20 oder mehr Rage Stacks. She increases the effect of Fury of Wounds by 100% for each stack of Ceramophosis. Stacking multiplicatively. Aber das müsste dann doch. Ist das bugged? Ah, jetzt geht es. Okay, warum es auch vorher nicht ging. Aber da kriegt man halt locker, also wenn man sich die Formation vollhaut, was man in den meisten Fällen nicht unbedingt machen wird, aber so E1 bis E2 kann man da schon nochmal rausholen. Und ganz ehrlich, also mit E27 sehe ich sie jetzt halt nicht laufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür, also ja, das sind halt alles gute Champions, so gesehen, aber... Ich werde halt Shadowheart wahrscheinlich nicht unbedingt nutzen. Wobei, die ist in Slot 6 gar nicht so mies. Aber ja, Lazel hat auch schon noch brauchbare Alternativen. Imoen hat bessere Alternativen bei sich im Slot. Bei Rug bin ich auch immer so ein bisschen am Schwanken. Ist immer auch von diversen Sachen abhängig. Will ist schon nice. Ja, also ich sag mal so, aus den Champions of Baldur's Gate lässt sich durchaus eine solide Formation bauen, sagen wir es so. Ja, also halt alles in allem, Karlach, echt guter Champion. Ich habe mir ihre Ulti noch nicht angeguckt. Das ist Shadowheart. Das ist, so, absorbs energy of a soul coin, increasing her rage cap. Okay, damit erhöht sie ihr Rage Cap auf 100. Na, das heißt. Macht sie das permanent oder nur solange die Ulti hält? Die Ulti hält. Bis die nächste Boss-Area abgeschlossen wird. Okay, das ist halt fett. Das heißt, wir können jetzt auch easy erstmal die 100 Stacks voll machen. Da
Das ist halt nice. Vor allem, dass das bis zum Ende der nächsten Boss-Area hält, das ist halt richtig gut zum Pushen. Dass das nicht mit jeder Area wieder resettet. Also klar, man verliert halt ein paar Rage-Stacks, also jeweils 60, wenn man auf 100 ist, das ist ein bisschen nervig. Aber dass die Ulti bestehen bleibt und man nicht diesen ewig langen Cooldown abwarten muss, das ist nice. Das ist wirklich nice. Boah, das heißt, mit der Ulti am Start kann die ja nochmal richtig ausrasten. Ich bin gleich mal gespannt. Also die geht safe auf mehr als E30. Damn. She's strong. Das ist schon ordentlich. Während wir da mal auf die restlichen paar Stacks warten. Einziger kleiner Wermutstropfen sind ihre Feeds. Die finde ich so ein bisschen . Also ja, sie hat einen 40% Bonus für Fury of Avernus und für Rage und für Experienced Gladiator. Also prinzipiell für die Hauptfähigkeit und die beiden Fähigkeiten, die die Hauptfähigkeit buffen. That's fine. Danach ist aber irgendwie Essig, vorausgesetzt man will sie nur als Support einsetzen. Also wenn man sie als Tank oder als Main DPS einsetzen will, fine, schmeißt auf, also gerade als Main DPS schmeißt auf jeden Fall das Taunt Feed mit rein, 400% mehr Schaden für sie. Gute Sache, wenn ihr sie nicht als Main DPS nutzt, bringt euch das Taunt Ding halt gar nichts. Oder nur wenig, sagen wir es so. Wenn ihr sie als Tank nutzt, könnt ihr halt noch 10 mehr für Overwhelm mit ausrüsten, das finde ich halt auch okay. Aber wenn ihr sie nur als Support nutzen wollt, dann ja, habt ihr halt die drei Fähigkeiten, also die drei Feeds und dann halt nur noch Trash. Dann ist halt wirklich das Inspiring Leader das Beste. Also da freue ich mich auf das erste Skin Pack, was irgendwann kommen wird mit einem epischen Feed drin, was hoffentlich die epische Variante von einem von den dreien wird. Und dann schmeiße ich das raus und pack die epische Variante von hoffentlich Fury of Avernus dann rein. Mal gucken, was es wird. Also da, dafür, dass sie mit, keine Ahnung, 12 Feeds, nee, mit wie viel Feeds startet sie? Wenn man sich alles holt, 4, 6, 8, 10. Dafür, dass sie mit 14 Feeds startet, ist es rein für Support eine magere Ausbeute. Aber sei es drum. So, der Bonus, ja, einfach mal bei E32. Nett. Und dann nehmen wir jetzt spaßeshalber nochmal die Baldur's Gate Champions bzw. die Serum of Forces Champions raus und gucken dann nochmal. Auch das wird immer noch nett sein. Ich würde immer nochmal so auf E29 tippen. Da passt irgendwas nicht. Das aktualisiert nicht richtig. Das ist der gleiche Wert wie eben. Irgendwie ist es bei der Berechnung der Serum of Forces Stacks noch weird. Ich wechsle mal kurz die Area. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder Stacks sammeln. Irgendwas passt da nicht. Ah, sie verliert dann. Ach so. Ah, guck mal. Stacks are reduced by zero beim Area-Wechsel. Das ist auch nett. Das steht hier so nicht mit drin. Aber okay, wenn die Ulti ausgelöst ist, verliert sie beim Wechseln des Gebiets auch keine Stacks. Auch nochmal nice. Trotzdem, da passt irgendwas nicht. Also es kann doch nicht mit einem Serum of Forces Stack genauso viel sein wie mit 7. Das ist doch Unfug, oder? Da tut sich ja jetzt nichts dran. Okay, das sind 6 Stacks, aber scheiß drauf. Also da passt doch irgendwas nicht. Mit Wild Magic. Ah, wobei, das ist halt auch nur ein Bonus-Damage von 6000. Das ist halt nicht viel. Aber der Wert verändert sich halt gar nicht. Und mit 6000% müsste er halt
dann trotzdem so um E1 irgendwie runtergehen. Wenn man das alles rausnimmt. Also irgendwas ist sehr weird. Shadow hat das auch noch gar nicht drin. Und der Wert verändert sich ja wirklich gar nicht. Vielleicht muss ich sie einfach einmal kurz raus und wieder reinnehmen. Also da ist noch irgendwas buggy. So. Vielleicht ist es auch nur ein Anzeigebug. Vielleicht wird es richtig berechnet, aber nicht korrekt angezeigt. Ja, aber dann ist sie selbst mit ihrem 1 Serum of Forces Stack noch immer auf E30. Also sie kommt alleine auf E30. Damn. Das ist sick. Also das ist weit entfernt vom bester Champion im Spiel, aber das ist schon... Also selbst für die vergangene paar Monate, wo sich ja die meisten Champions so im unteren E20er-Bereich eingependelt haben, von dem, was sie bringen, ist das halt deutlich über Durchschnitt. Und wenn man die Gesamtmenge an Champions betrachtet, ist das weit, weit, weit über Durchschnitt. Das ist richtig, richtig gut. Damn. Damit ist sie tendenziell... ich habe mich mit Krux noch nicht so viel auseinandergesetzt. Aber damn, damit ist sie tendenziell auch stärker als Antrios. Zumindest allein betrachtet. Ich weiß gerade nicht, wie viel Krux im bestenfalls raushauen kann. Aber sie ist... Na, und Baeloth mit Jhin Stacking ist halt auch nicht ohne. Aber sie hat schon so die Möglichkeit zum stärksten Champion, zumindest zum stärksten Support-Champion in Slot 4. Und zum stärksten DPS wahrscheinlich allemal. Okay, also nicht zum stärksten DPS insgesamt, sondern zum stärksten DPS in Slot 4, nur um das nochmal klarzustellen. Kann man mal einen raushauen. Jetzt bin ich ein bisschen sad, dass ich vor Ewigkeiten Baldur's Gate 3 angefangen und immer noch nicht weitergespielt habe und tatsächlich im Baldur's Gate 3 Karlach noch gar nicht freigespielt habe. Also ich habe sie noch gar nicht getroffen. Ich weiß, das passiert relativ am Anfang von Akt 1 tatsächlich auch, aber ich könnte es wahrscheinlich relativ fix machen. Aber ich bin in das Gebiet einfach noch nicht hingelaufen, sagen wir es so, weil ich halt erstmal ganz viel woanders rumgeeiert bin. Nun. Ja. Alright. Karlach, einfach insane gut. Ich bin positiv überrascht. Und man kann halt auch noch, also ihr müsst natürlich ein bisschen im Hinterkopf behalten, das ist jetzt der Wert mit schon 236 Serial Variants gemacht. Das sind aber auch nicht unbedingt die schweren Serial Variants. Also ich habe halt das Einzige, was ich komplett abgearbeitet habe, ist Tomb of Annihilation. Das habe ich komplett mit Serial gemacht. Aber in allen anderen Kampagnen fehlt mir noch was. Und auch tendenziell eher die schweren Variants. Teilweise war ich auch einfach nur zu faul, Serial Variants zu machen. Aber ich glaube, dann gehe ich das jetzt einfach mal ein bisschen an. Einfach mal hier und da ein paar Serial Variants machen. Dadurch habe ich da plötzlich einfach wieder Bock zu. Ah, und das ist noch, das hätte ich fast vergessen, das ist noch ihr Achievement, 10.000 Gegner besiegen, während sie mindestens 20 Rage-Stacks hat. Funktioniert dann auch einfach sehr entspannt. Also kann man einfach in einer Area aussitzen. Aber die Speed-Potion ist raus. Schade. Nun ja. Aber gut, dann gucken wir doch einfach nochmal, dann sollten wir sie jetzt 100% komplett haben. Gucken wir gerade nochmal, was sonst so vom vorherigen Event wiederkommt. Rust und Fen. Ja, Fen ist so ganz nett. Also als Support ist sie okay, ist sie nicht schlecht, aber auch nicht wahnsinnig toll. Ist als Support halt in Slot 6 ganz okay. Das Nette, was sie mitbringt, ist eine Fähigkeit, die da besagt Patron's Oath, und das sagt, dass wenn sie in der Party ist, macht ihr quasi vierfachen Progress in den Patron Challenges, also in diesen wöchentlichen Pflichtaufgaben,
habe ich das denn gemacht? Wann habe ich das denn bitte gemacht? Oh ja, ich laufe ja normal Serial Variants, ich laufe keine Mild Variants, das war's. Ich wollte gerade sagen, müsste ich nicht eigentlich nichts gemacht haben, aber ja, natürlich Passive Party. Aber ja, bei dem ganzen Spaß, also sagen wir mal so, wenn ihr Fan in der Party habt und halt ein Construct einen Gegner besiegt, zählt es hier nicht für einen, sondern direkt für vier. Wohlgemerkt, das ist mit einem Feed, das sie ausgerüstet hat. Nämlich mit dem hier. Das braucht ihr dann schon noch dazu. Sonst zählt es nur doppelt. Also sonst halt nur zweifach, aber so ist halt vierfach. Ich gucke nochmal nach, nicht, dass ich gerade Unfug erzähle. Ja, genau. So bringt es einfach doppelten Bonus. Und mit dem Feed bringt sie tatsächlich vierfachen Bonus. Dafür ist es halt ganz nett. Also wenn man sich noch die Mühe macht und die Patreon-Challenges macht, was ich ja zugegebenerweise auch sehr lange gemacht habe, nur inzwischen ist es einfach so, ja, lohnt für mich halt einfach nicht mehr wirklich. Aber dafür ist er halt schon, ist schon nice. Rust mit vollem Namen, Rust on the Harbor. Im Deutschen tatsächlich stumpf übersetzt mit Rost am Hafen. Also ja, er heißt wirklich Rost am Hafen im Deutschen. Ich weiß nicht, da steckt garantiert irgendwo ein feuchter Keller, rostiges Dach, Witz mit drin. Ich werde ihn jetzt nicht machen. Aber ja, wenn man da einfach mal Rost am Trockendock hat, ist nun. Aber ja, ich will mich hier nicht über die deutsche Übersetzung auslassen, sondern einfach sagen, nach meinem letzten Stand und da er kein großes Rework gehabt hat, sollte das immer noch der gleiche Stand sein. Solider Gold-Champion, Support-Champion so Aber als Gold-Champion durchaus machbar, aber gerade als Support-Champion in Slot 11 mit Averyn und Nova und Imoen hat er halt einfach keine Chance, sich da irgendwie durchzusetzen. Also da zieht er halt easy den Kürzeren. Aber für eine Gold-Formation, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Ich habe ewig keine Gold-Formation mehr gebaut. Also nehmt das, wie sagt man das im Deutschen? Im Englischen ist es take it with a grain of salt. Also es mit Vorsicht genießen. Sagen wir es so. Also genießt die Aussage, dass er ein echt guter Gold-Champion ist. Ein bisschen mit Vorsicht, weil ich mich, wie gesagt, lange nicht mehr mit Gold-Formations auseinandergesetzt habe. Aber insgesamt schon ganz decent. Wenn ich eine Prio haben müsste, wie ich farmen würde, dann, also wie ich Equipment farmen würde, dann, oder auch Item-Level farmen würde, dann auf jeden Fall Karlach absolut auf Nummer 1. Gar keine Frage. Dann ja, und dann wären mir Fen und Rust wahrscheinlich gleich egal. Also die sind halt beide so nice to have, aber nicht wirklich wichtig. Fen lohnt es halt eigentlich nur, einmal das epische Feed mitzunehmen, wenn man sich das holen kann. Das sind realistisch betrachtet wahrscheinlich 50.000 Gems, würde ich vermuten. Und dann einmal Full Epic und dann ist halt gut. Aber muss man halt auch nicht unbedingt. Ja, und bei Rust reicht halt im Zweifelsfall auch die Goldfähigkeit. Was ist denn das? Das zweite Item spielt da auf jeden Fall mit rein, mit Sicherheit. Und ich glaube, heißt Bitter, das vierte müsste das sein. Ich müsste es jetzt aber in Ruhe nachlesen. Ich kann ihn ja einfach mal anleveln und mir ruhig mal die Mühe machen. So. Also das One Gold Piece Item ist auf jeden Fall wichtig und dann heißt Bitter, genau. Oder, warte, Moment, erst richtig lesen, bevor ich einfach Ja sage. Nee, heißt Bitter macht nämlich tatsächlich Schadensbonus, aber basierend auf dem Goldfundbonus. So, und wo ist denn jetzt Rust for Hire? Hab ich schon überlesen? Ach, das ist direkt das erste. Okay, dann sind das auf jeden Fall das dritte Item wichtig für Gold.
Und das zweite müsste aber auch den Rust for Hire Bonus erhöhen, oder? Ja. Ja. Okay. Ja, also das zweite und dritte Item wollt ihr dann idealerweise auf episch haben. Der Rest wäre mir dann, glaube ich, wurscht. Und ansonsten pumpt ein Level in Karlach. Go for it. So, und bevor ich mich jetzt weiter hier im Kopf und Kragen rede von Champions, die ich mir seit 2 Jahren nicht mehr angeguckt habe, mal jetzt lieber Feierabend, sage vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge oder vielleicht auch bis zum nächsten Stream, wo wir vielleicht dann einfach mal nur eine Runde quatschen und im Hintergrund ein paar Serial Variants laufen. Ich bin gerade wieder motiviert, so ein klein bisschen. Bis dahin, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.